Ach, wir brauchen 250. Ah, super. Moment. Machen wir mal das Standard-Ding rein. So, jetzt können wir auch klettern hier an solchen Felswänden. Ich komme da rauf. Ich muss jedes Mal. Knack. So, jetzt können wir da hoch, wo ich vorhin lang wollte. Denn jetzt müssen wir hoch hinaus. Sollen wir das machen? Ich wollte es ja eigentlich nicht machen. Welches war denn das? Vielleicht war das ja ein einfaches, was schnell geht. Schneller als das letzte, zum Beispiel. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Wie war denn das nochmal? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Mal wieder. Boah, ich habe keine Lust, mich in den Gräbern so lange aufzuhalten. Ballern war es nicht, ich muss da irgendwie an die Wand kommen. Oder das Abfackeln, ja. Krieg ich denn Feuer von dort irgendwo? Nee.
Ach Leute, ich hab... Ich hab auch nicht, ja. Wie war denn das doch mal? Wie war denn das noch mal? Ich hab keine Lust. Mensch, keine Lust. Da erstmal wieder rumzurätseln. Ich blamier mich dann mal wieder. Oh Gott, ja. So blöd, ja. Ich versuche die ganze Zeit darüber zu jumpen, aber macht immer vorher Dingens weg. Das Gegengewicht. Man kann sich das auch schwer machen, ne? Unglaublich, dass ich für so ein simples... Ich könnte mich schon wieder über mich selbst ärgern. Düdeli, 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 dü. Ich weiß nicht genau, wie der Zelda-Sound geht, aber ich könnte es ablaufen. Whee! Zelda Wind Waker HD sollte ich auch eigentlich mal endlich zocken. Ne? Lalalala. Nein, ich wollte noch den Bogen aufleveln. Obwohl, vielleicht sollte ich die Pistole jetzt nicht so krass aufpumpen. Oh, lauf doch einfach durch, ey. So dunkel ist es doch gar nicht. Und lauf einen Ticken schneller, bitte. Wir möchten noch was erleben. Ja, ist doch schön. So wird also der... beziehungsweise das Touchpad vom PS4-Controller eingesetzt. Es ist einfach cool, das kann man ja auch einfach ganz simpel als einen zusätzlichen Knopf noch nutzen. Beziehungsweise, wenn man so das sehen möchte, eigentlich ersetzt es ja dann im Prinzip nur den Select-Knopf, der ja weg ist für den krassen Share-Knopf. Damit du jedes Gameplay, was du spielst, aufnehmen kannst. Als wenn es nicht schon reichen würde, dass so Vollidioten wie ich Gameplay aufnehmen und es auch noch online stellen. Also das ist ja wohl eh die größte Frechheit. Das war ein bisschen komisch. Woo! Immerhin für ein Hühnchen neuen Bärmungsgut. Möchte ich mich nicht beklagen, ganz ehrlich. Ah, jetzt habe ich den anderen Typen auf der anderen Seite gar nicht ausgenommen. Habt ihr den Schatten gesehen, als sie gerade über den Abgrund gejumpt ist? Das sah ganz cool aus.
Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Bam, 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 bam. Ja, eben, sie warnt sie auch noch. Das muss doch nicht sein. Der Sorbus sorgt gerade, der wird euch töten. Nein, da habe ich schon Videos gesehen, das kann der nicht. Ja, da werden sie einfach eines Besseren belehrt. Ist ja klar. Ach ja. Also ich sag euch ganz ehrlich, das Gameplay an sich, ich meine, ich kenne ja die Story schon. Wie man merkt, ich weiß nicht mehr alles, aber zu 80-90% kenne ich die Story noch. Aber das Gameplay macht einfach Bock. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action! Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden.
Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Ja. Ja, stimmt, wir haben es ja gerade erst gemacht. Das sind kleine Ratten. Ich glaube, soweit ich weiß, kann. Die sind ganz schön flink, aber die kann man, glaube ich, auch ausnehmen. Ich will mal eine erwischen, ne? Vorne warten sie schon auf uns. Na gut. Allerdings würde ich sagen, jetzt mache ich mal auf jeden Fall eine Pause. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Da oben ist der Funkturm, da wollen wir hin. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Das Let's Play, das schauen wir uns noch an. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play, beziehungsweise es gefällt euch immer noch. Wenn es der Fall ist, unterstützt die ganze Sache gerne mit einem Like. Das hilft wirklich schon sehr, sehr weiter. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr das hilft. Und das ist gar nicht viel, was ihr da machen könnt. Aber es hilft wirklich schon sehr gut weiter. Deswegen danke dafür schon mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.